Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal Skyrim. Und wir haben einen alten Stoff gefunden. Die gute alte Lashira muss hier irgendwo leben. Ist wahrscheinlich da unten irgendwo, ist aber nur geraten. Und wir werden sie mal besuchen gehen. Scheiße. Weg da! Böse Kristalle. Das sind böse Kristalle. Hallo? Lashira? Hat sie jetzt Angst vor mir? Sollte ich Angst vor ihr haben? Er hat eigentlich gedacht, sie ist freundlich, ne? Haben wir das nicht alle gedacht? Vielleicht hier trotzdem durch die. Ich habe keine Questmarkierung mehr. Wir haben hier zwei Wege. Ich vermute mal, hier wird alles voller Fallen sein. Traberreich. Da wird sie höchstwahrscheinlich drin sein. Dass sich das hier nicht öffnen lässt, okay, aber... Hier. Gibt's irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Wir haben hier eine Spitzhacke. Ausgrabungsnotiz. Magister Jaela. Hey, kennen wir den nicht? Ich verstehe eure Skepsis, aber wir sind auf der richtigen Spur. Dieses Karak-Magieren, und nein, damit will ich nicht ihre zweifelhafte Weltanschauung relativieren, hat eindeutige Zusammenhänge zwischen diesen Steinen der Dülgar und den Theorien des Großmeisters gefunden. Wenn sie recht behält, könnten sie unsere einzige Chance auf so etwas wie magischen Schutz sein. In diesem Sinne, Großmeister Aratheal weiß, was er tut. So ungern ich das zugebe, diese Magier deines Sohnes sind bisher eine echte Hilfe, Marak. Fuck. Das ist aber nicht die Troller, die wir suchen. Das hier. Achso. Hä? Die hab ich nicht übersehen. Beim Arsch des Propheten. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Wer seid ihr? Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Was war das denn eben? Und wo kommt ihr plötzlich her? Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werden will. Wenn ihr diese Explosion meint. Und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Ich wurde von einem Magier namens Konstantin geschickt. Seid ihr Lashiri? Lashiri? Oh Mann. Der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Wirklich nicht. Ich heiße Lashiri. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Nein. Konstantin meinte, ihr könntet eine Art Ritual an mir vollziehen, um die Magie in mir zu bändigen. Hat er das? Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Aber beim besten Willen nicht jetzt. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Warum mach ruhig ausführlich, wir haben Zeit. Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Tja,
Und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten. Und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Roben in der Ruine verschwinden. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind. Aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten Andraläschen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt, ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen. Also, seid ihr bereit? Alter, ich bin sowas von breit. Von wie vielen Söldnern sprechen wir eigentlich? Keine Ahnung. Aber mehr als 1 Dutzend werden es vermutlich nicht sein. Plus, sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. Woran habt ihr denn überhaupt geforscht? An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern Wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür. So bereit, wie man sein kann. Na dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. Das waren die unseren. Ich bin auch ein Scherzkeks, genauso wie du. Wo kommst du denn überhaupt her? Bin doch hier gerade runtergelaufen, oder nicht? Na egal. Auf geht's. Scheiße. Oh, ihr seid ja da. Eben gerade wart ihr noch nicht da. Seid ihr die Morgenröte? Die Morgenröte zurück. Wie hießen die Magier der Morgenröte oder so? Surprise! Ja, cool, ja. Abgestochen wie ein Schwein. Wir. Moment, was ist das? Eine Leiche. Den Arsch des Propheten, das. Oh, das glaube ich jetzt einfach nicht. Was? Ihre Befehle. Mein Assistent Seth. Scheint, als habe er die Schweine reingelassen. Oh. Julio. Spart euch das für ihn auf, wenn ich ihm diesen Stab hier in den Hintern ramme und einen Blitzschlag abfeuere. Okay. Du hast nicht viel Leben, merke ich gerade. Würdest du? Dankeschön. Ich vermute fast, wir gehen hier unten lang. Scheiße, riecht ihr das? Qualm. Diese Bastarde versuchen doch tatsächlich, unsere Forschungen abzufackeln. Wir müssen was tun. Bei der Magie, die ihr in euch tragt, nehme ich an, ihr könnt den ein oder anderen Zauber wirken. Korrekt? Hier, nehmt das. Damit sollten sich die meisten Feuer löschen lassen. Wenn meine Vermutung nämlich stimmt, versuchen die Söldner, die Steinfragmente zu zerstören. Und das müssen wir verhindern. Geht runter und versucht, so viele von den Steinen zu retten, wie ihr könnt. Am besten ihr geht in den unteren Teil der Ruine und ich in den oberen. Und wir treffen uns dann wieder hier, wenn alles erledigt ist. Ach, und noch was. Falls mein Assistent Seth da unten sein sollte, seht zu, dass ihr ihn irgendwie außer Gefecht setzt und zu mir bringt. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Jetzt los, vergeuden wir keine Zeit mehr. Okay. Ich muss Senf besorgen. Senf ist gut. Und ich habe einen Feuerlöscher-Zaubertrank bekommen, aber... Oder Zauber bekommen, kein Trank. Aber... Hier sind bestimmt einige Gegners, ne? Ach, habe ich jetzt den Trank automatisch ausgerüstet? Achso, okay. Yay! 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 Nein, hier ist niemand. Chill mal. Ich mach dich kaputt! Okay, ihr seid so scheiße. Ich kann euch eigentlich einfach erstechen. Ich brauche meinen Bogen gar nicht. Anscheinend ist der auch gelöscht, ne? Ja. Oh, ich muss doch kurz reinhalten. EF. Ist dieser komische Feuerzauber? Ich würde aber gerne jemanden von hinten erstechen. Das wäre so eine Sache, die ich gerne machen würde. Das haben wir hier nämlich noch gar nicht gemacht.
bin ein Assassiner, Alter. Was willst du? Noch irgendjemand hier, den ich erstechen kann? Bist du Senf? Nein, du bist eine Leiche. Wo ist denn Senf hin? Oh, Malfas sei Dank! Hier drüben! Ich bin keiner von denen! Führt diesen verdammten Feuer schnell! Bist du Senf? Oh, Senf, hallo? Verdammt, war das knapp. Die Mistkerle haben mich einfach hier unten zum Sterben zurückgelassen. Und das trotz allem. Verzeiht mir. Senf ist aus den Flammen retten. Wo ist er hin? Senf! Alter! Er haut einfach ab. Ich sollte dich doch unfähig machen. Kampfunfähig. Ich habe Stimmen gehört. Achso, es waren noch nicht alle Flammen. Ach. Okay, fehlt tatsächlich noch ein bisschen was. In die Richtung, ne? Das rum. Hä? War da irgendwo noch ein Gang? Hab ich irgendwas übersehen? Wo kommt die denn her? Okay, ich muss den Feuerlöschscheiß wieder anmachen, ne? Den einen oder anderen würde ich gerne erstechen. Ist mir schon cool. Weil ich habe nicht umsonst das Ganze trainiert. Nur um es später nicht einzusetzen. Hallo? Zum Preis! Oh. Ich hab mich erstochen. Ah. Ist das vorne oder hinten bei dir? Da war was. Amt. Nicht umdrehen! Hä? Oh. Ich glaube, es ist explodiert. Wir sollten uns gleich beeilen. Ich habe meine Rüstung gar nicht an. Lol. Gerade erst gemerkt. Was noch? Kann ich es nicht einfach explodieren lassen? Ganz ehrlich. Oh Mann. Jetzt brauche ich auch noch für den Scheiß meine Dietriche. Besseres zu tun. Ach, come on. Naja, ich habe ja noch 40. Wenn wir hiermit durch sind, habe ich noch 20, glaube ich. Gut, wir können zwar nicht alles retten, aber immerhin ein Teil. Auf sie! Oh, abfahren! Oh, ich hatte kein Leben. Scheiße. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Dass der Penner nämlich getötet hat, oder? Nein. Nein. Achso, da. Oh, ich dachte, das wäre ich, der gestorben ist. Das war ich ja gar nicht. Ich habe gerade noch eine Tür geöffnet. Das war diese hier. Da war irgendwie Loot drin. Hab ich beim letzten Mal wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe irgendeinen Z-Gegenstand rausgeholt. Gucken wir mal kurz nach. Das war irgendwas mit Rüstung. Wehrrobe. Aha, und was haben wir dann noch? Wir haben. Irgendwas habe ich dann noch rausgeholt. Irgendwas.
Weiß aber nicht, was waren das? Die Handschuhe hier? Ich glaube, das waren die Handschuhe. Clown des Gefallenen. Ah. Ich bin mir nicht sicher, das dürften die gewesen sein. Ich glaube, ich habe das gelesen. Gut. Zeit zurück zu marschieren. Ist hier noch eine zweite Tür oder so? Toll, das hätte ich vorher sehen können. Du hast mich ja super geheilt. Eigentlich gar nicht. Toll. Ach, toll. Naja. Nun lasst uns zurücklaufen, wenn ich jemals den Rückweg finde. Übrigens eine andere Axt ausgerüstet, die wir gefunden hatten. Einfach nur, weil stark war. So. Noch will ich nichts. Aber hier sind überall diese komischen Büsche, die mich heilen. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Oh, wie konnte ich nur? Übrigens hatten wir die Möglichkeit, den Typen den Senf zu retten oder töten zu lassen. Und wir haben ihn jetzt wieder gerettet, weil wir es beim letzten Mal ja auch gemacht haben. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich sterben lassen. Weil, keine Ahnung. Er ist ja verschwunden. Vielleicht können wir ihn jeder irgendwann wiederfinden. Bin ich jetzt auf dem Rückweg oder bin ich jetzt im Hinweg? Da ist noch so ein Busch. Gott, bin ich blind. Hä? Ich soll ja gar nicht lang. Dass da noch ein Weg ist. Werde den Speicherstand laden, ne? Ach, was Quatsch, da laufen wir kurz hin. Eben. Oder wir laufen einmal im Kreis. Ah, ich habe den Weg gefunden, alles gut. Ich war kurz wieder daran zu denken, da den Weg lang zu gehen, aber da wäre ich nochmal im Kreis gelaufen. Irgendwie zu meiner Orientierung bei Spielen. Wieder diese komischen Dinger, ne? Hier ist ein anderer diesmal. Okay, da war der Typ drinne. So. Hier muss irgendwo der Weg sein. Ach komm, Scheiße. Ich will die Tür nicht aufschließen. Bin sehr froh, dass ich die andere Tür mit einmal aufgeknackt habe, als sie nicht da war. Jetzt, als ihr kurz weggeguckt habt, habe ich das Ganze natürlich gemacht. Jetzt hätte ich irgendwas alleine gemacht. Nee, nee. Gott, ich werde diesen Weg jetzt suchen und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns morgen wieder. Ich glaube, das ist der Weg. Haut rein, euer Zero. Tschüss.